Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oriental Empires im voraussichtlich vorletzten Part und die Musik fragt ein bisschen drauf. Die ertönt immer nur so kurzzeitig und hört er wieder auf. Ich hoffe einfach mal das Beste. Das hatte ich gestern nämlich auch, als ich Crossroads 3 aufgenommen hatte, wo dann allerdings die Audio nicht mit aufgenommen wurde, was relativ ärgerlich war, weil das Gefecht eine Stunde ging oder so. Und ich hatte auch so froh zu nachkommentieren mit, das heißt, ja. Das wird nicht weiter auf YouTube erscheinen. Gut, die wird sagen, was ich gestern auch schon mit der Musik, das muss, warum auch immer, irgendwie mit meinem Aufnahmeprogramm zusammenhängen. Gab es eigentlich letzte Zeit, ich weiß, seit der letzten Aufnahme kein Update, also macht das irgendwie keinen Sinn, aber es scheint so zu sein, weil ohne Aufnahmeprogramm ist die Musik auch hier bei Oriental Empires ganz normal, wie immer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt die Audio aufgenommen wird, sonst wäre das sehr bitter. Können wir einfach eine Runde weitergehen. Und ja, wir sind auf jeden Fall auf der Zielgeraden. Darum sage ich vorletzter Part. Theoretisch könnte man die letzten Runden jetzt hier auch einfach durchballern. Allerdings würde das nur dann so hässlich aussehen, weil es dann 39 Parts geworden wären. Das sieht nicht so schön aus. Deswegen machen wir 40 Parts voll. Und wir haben erstmal bald 1000 Feuer. Ganz schwer Gebäude beschädigt. Die Bevölkerung verloren. Das ist auch nicht so toll. Jungs, Jungs, Jungs. Pinchan ist auch ein Feuer. Gut, das interessiert uns jetzt weniger. Auf jeden Fall haben wir einen Punkt, weil das gebaut. In zwei Stunden Tal. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch im 40. Part geben, wo wir dann nutzen, das große Finale haben in diesem Part. Werden wir einfach schon mal rundentechnisch relativ weit voranschreiten. Und boah. Viel mehr werden wir tatsächlich, glaube ich, in diesem Part nicht machen. Ich hoffe, wie gesagt, dass die Audio aufgenommen wird. Sonst wäre das wirklich bizarr. Weil man anderen freigeschaltet, so geschafft, okay. Wir haben eigentlich das fertig gebaut, weil ich mit der Waffenschmieden so viel Lust, stimmt, das bauen wir nochmal fett aus. Also gucken, was wir noch so für Einheiten hier so bauen könnten. Wobei wir nur 13 Runden Zeit haben und das hier allein schon 8, 11, 13 Runden dauert, ja. Und dann werden hier noch mehr Gebäude. Das heißt, wir werden nur bedingt alle Einheiten sehen. Ja, sogar ziemlich wenig. Naja, wobei wir können das mal rausnehmen. Können wir schon wieder reinhauen. Und einfach mal Kasernen, das wäre nicht schlecht. Kasernen hauen wir noch da vorne hin. Okay. Obwohl, ich kann die ruhig mal ein bisschen Nahrung weiter anbauen, das schadet nicht. Auch wenn das nicht mehr wirklich entscheidend ist, aber ein bisschen Orten muss man auch sein, ne? Kann nicht sein, dass die Bauern sich hier ausruhen in unserem tollen zukünftigen Kaiserreich. Das heißt, es ist eigentlich jetzt schon Kaiserreich, aber trotzdem. Bauern, die nichts zu tun haben, kommen noch auf blöde Gedanken. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, da machen wir wieder kurz die Musik. Also wie gesagt, woran das liegt, keine Ahnung. So genau, ich vermute, wie gesagt, ein Aufnahmeprogramm, aber ja, ich weiß ja nicht. Aber dann muss es halt mal ohne Musik gehen. So, Pokémon weiter noch. Das war schon okay. Haben wir angefangen, genau. Gut, ansonsten haben wir Stahl im Bereich Handwerk erforscht. Auch nicht schlecht. Ja, 30 Tonnen, das heißt, ich mache die nichts fertig, außer was ich abteile, theoretisch. Ich bin jetzt zur Oper. Schwert, das unterschiedliche Komponenten, interessant. Porzellan, Holzschnippeldruck, Kalligrafie, Pferderüstung, ja. Warum nicht? Nein, schade, dass wir viele Einheiten nicht gesehen haben in diesem Let's Play. Aber vielleicht sehen wir dann beim nächsten Let's Play-Projekt mehr Einheiten und vor allem andere. Und ich habe ja immer gesagt, sobald Oriental Empires offiziell erscheint, also die Early Access-Phase beendet, dann werden wir auf jeden Fall gleich wieder ein Let's Play starten und zwar mit einer normalen Fraktion. Und auch eine Multiplayer-Let's Play, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ansonsten muss man mal sehen. Ein Feuer in Hamburg, nicht so schön. Also, Oriental Empires wird sicherlich noch mehr als genug auf diesem Kanal zu sehen geben. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und in der Zwischenzeit, wo es kein Oriental Empires zu sehen wird, werden wir diesen anderen Projekte mal vorwärts bekommen. Das auch nicht so schlecht ist. Ich mache hier mal ein bisschen die Runden hier weiter. Wo ist unser Meer eigentlich?
Ja, hier glaube ich das genau. Okay. Die können eigentlich auch stehen bleiben, oder? Ja, ich denke doch. Weil ihr lieber dahin, ihr rennt. Dahin. Einfach das Prinzip so, ich weiß ja, nicht Lust gebaut. Ein Schränk ist auch schon nicht mehr so toll. Ja, das war hier schön, dass wir es ja ausbilden können. Fliegenstock Raketenschützen, ja. Okay. Läuft. Explosivmunition, okay. Ausgebildete Bogenschützen, helle Bahnarmee. Viel auf Sperrkörper. Ja, das sind schon ganz. Und die Preise, die kosten natürlich auch von der Rekrutierung, was auch im Unterhalt relativ teuer. Gut, ja, die Kavallerie ist jetzt nicht neu. Aber interessant auf jeden Fall. Und ansonsten sind einige Bauern hier fertig geworden. Ich muss mal angucken. Nein, General hier auf. Fraktenkavallerie nicht schlecht. Was die Zuhörer, dass die Schulen nach dem 5 von angreifen? Ja, ich glaube nicht. Daran haben wir nicht mehr Interesse, nein. Warum wollen die künstlich angreifen? Ja, nein, die Schuhe sind ja vollkommen egal. Ich merke schon, alle wollen, dass wir die Schuhe angreifen. Unser General auch in schöner Rüstung. Nicht schlecht, der andere Typ seit dessen, was er drauf hat. Ja, nicht schlecht. Okay. Sehr schön, theoretisch. Können wir uns jetzt nochmal ein paar Einheiten gönnen. Ja, da muss ich gucken, wie die aussehen hier mal. Sperrkämpfer. Okay. Das wird das Bogenschützen, Hellbahn, dann werden wir einfach mal alles raushauen, aber die Musik weiterhin problematisch. Haben wir es in diesem Display auch nicht geschafft, ein Schiff zu bauen. Das ist auch etwas bitter. Haben wir überhaupt irgendwo einen Hafen gebaut? Ich glaube schon. Oder was haben wir hier? Ja, Honeypark. So viel Geld. Kennt ihr doch schon. Also, ein Königspalast in Stralsund fertig gebaut. Hier meine Bauernhöfe mal wieder fertig. Krankheit im Mini, okay. Wir haben Shuku Nu fertig geforscht und einer die Raketenwerfer. Ja, aber ich mache, können wir jetzt mal noch auf so eine Schlagbombe gehen. Und im Bereich Wissen auf Sternkarten. Warum eigentlich nicht? So, E4. Dahin. Und noch Einheiten rekrutieren, die wir noch nicht gesehen haben. Ein leichter Wort der Bogenschütze, ne? Die können wir uns aber angucken. 30 sind die. Ja, gut, ich glaube, die da. Dann gucken wir theoretisch mal noch die bessere. Nämlich jetzt brauchen wir noch die Werkstatt, damit wir 100 Raketenwerfer noch sehen. Das wäre auch nicht schlecht. Wäre auch mal ganz cool, meine ich. Das ist schon Teil, ja. Down. Oh. Hier haben wir 100 Raketenwerfer für Rostock, immer sowas verbauen, klar. 7 Gebiete, 4 Beine Gebiete. Können wir es mal im Raketenwerfer zum Angucken. Okay. Rostock. Müsste hier hinten sein, ja. Das Raketenwerfer auch mal die nächste Runde rausbekommen. Kaffee, ich soll so, genau. Gut, dann machen wir jetzt hier mal noch Einheiten, ciao. Einfach weil wir es können. Ja. Musik weiterhin ab und zu dabei. Ja, muss machen, du bist losfertig gestellt, okay. So, dann gucken wir uns mal die Leichenbrücken. Bogenschützen an. Ja. Ganz nett. Und außerdem den Krankheiten HIG, okay.
So, dann gucken wir uns mal den 91er Raketenwerfer an. Cool. Ja. Definitiv gefährlich. Wenn da mal so eine Salve losschießt. Ja, ist glaube ich nicht gut für Schnellsinn. So, dann mal noch ein bisschen Lust. Wir müssen ja auch Abwehrschützen rekrutieren. Ja. Ausgebildete Armee, nächste in zwei Runden, okay. Ausgebildete Abwehrschützen, ja. Armee sind möglicherweise durch mehrere Truppen, kann das sein? Könnte es tatsächlich sein. Werden wir gleich mal sehen. Also, hier haben wir dann Jungs, jetzt prüfen wir in diese Richtung. Gucken. Ja, oder auch nicht. Gut, dann gucken wir jetzt von der Seite. Fangen wir mal hier hinten an. Das dürfen die Bienenstock-Raketenschützen sein. Ja, okay. Das war im Einsatz am besten eigentlich sehen, das wäre bestimmt richtig cool. Werden wir leider nicht mehr erleben, aber okay. Hier haben wir die ausgerüsteten Sperrkämpfer, gut. Die haben halt ein bisschen größere Schilde und sehen einfach besser ausgerüstet aus. Ich glaube auch Speere sind ein bisschen länger. Dann hier die ausgerüsteten Bogenschützen, gut. Sieht auch alles ein bisschen einheitlich aus, ein bisschen professioneller. Sonst nichts Besonderes. Baum ist im Weg, so. Sehen nochmal die Helbardiere ähnlich. Wie bei den Bogenschützen halt. Halt bei den Bauereinheiten, dass es aussieht. Da schreit ein Adler, okay. Das sieht halt nur alles professionell aus und ich glaube, auch die Helbar ist ein bisschen größer, kann das sein. Ja, ich kann mich auch täuschen. Auf jeden Fall machen wir auch ordentlich Geld, ist nebenbei bemerkt. Und gehen wir noch ein paar Runden weiter. Müssen wir schließlich noch ein bisschen vorwärts kommen. Dann wird der nächsten Part auch glorreich die 300. Runde erreichen können. Nein, wir wollen auch die Shang nicht angreifen. Würde ich auch nie hat Geld von mir aus. So, einige Bauernhöfe sind fertig geworden, okay. Dann können wir da hingehen. Und wir gehen noch eine Runde weiter. Schwerkämpfer für die Armbrustschützen auch nicht schlecht. Mit zwei reinen Schwerkämpfer und drei reinen Armbrustschützen. Cool. Das ist tatsächlich ziemlich cool. Schwerkämpfer, Armbrustschützen. Notieren wir mal und normal ausgebildete Armbrustschützen. Rüstungsbau dann stellen, okay. Gehen wir noch eine Runde weiter. Also der 295. Runde. Jetzt gucken wir uns noch die Einheiten an, die natürlich wieder so rumstehen. Zuerst einmal die ganz normalen ausgebildeten Armbrustschützen, ja. Sieht ganz cool aus. So in den Licht. Nette Armbrüste auf jeden Fall. Nicht verkehrt. Hier die Schwerkämpfer für die Armbrustschützen. Mit drei Reihen Schwerkämpfer und dahinter die Armbrustschützen. Sehr, sehr cool. Beziehungsweise das sind zwei Reihen Schwerkämpfer und dann drei Reihen Armbrustschützen. Das stelle ich mir als ziemlich tödliche Einheit vor. Nicht schlecht, was man sich so alles hätte gönnen können. Aber wir brauchen das nicht mehr. Und ja, wir dann im nächsten Part offiziell das Spiel gewinnen und vielleicht noch ein bisschen unser Reich überblicken. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.